Gedanken lesen durch Schnecken streicheln heißt das neue Programm und auch das neue Buch der Science Busters. In bewährt launiger Art erzählen der Kabarettist Martin Buntigam und die beiden Physikprofessoren Werner Gruber und Heinz Oberhummer von explosiven Käfern, Pistolenkrebsen und Spinnen im Drogenrausch. Was wir von Tieren über Physik lernen können, lautet der Untertitel. Er könnte aber auch heißen, was wir von Physikern über Tiere lernen können, meint Wolfgang Bayer. Im Vorjahr hat schon ein Kollege von Ihnen von der Universität Wien den Ig-Nobelpreis bekommen, Professor Ludwig Huber, der auch das Vorwort geschrieben hat für unser Buch. Wofür? Der Kollege Ludwig Huber hat ihn dafür bekommen, dass er zeigen konnte, er und sein Team, dass das Genen von Schildkröten nicht ansteckend ist. Die Welt der Wissenschaft ist voller Wunder. Wie gut, dass es Menschen gibt, die sie uns erklären. Wie etwa die Science Busters. Die beliebte Boy Group hat sich diesmal der Zoologie verschrieben und erzählt von furzenden Fischen, von schwebenden Fröschen und von seltsamen Lebewesen, die Seehase oder Bärtierchen heißen. Obwohl sie weder Hase noch Bär sind. Herr Buntigam, das Bärtierchen. Also ein Bärtierchen, wie schaut das aus? So schaut ein Bärtierchen aus. Das erinnert ein bisschen so an ein Gummibärchen. Süß, oder? Na, schon, oder? Ja, und so schauen die aus? Oder? Ja? Das ist ein Bärtierchen, der schon im Latexanzug mit der Gasmaske in den SM-Club unterwegs ist. Wir verwenden ja Tiere im Wesentlichen, weil Österreich hat ja nicht nur, wie es einmal inseriert war, die tierliebste Redaktion Österreichs in einer Tageszeitung, sondern es ist überhaupt in Tierliebe sehr, sehr gut. Also in Opfer sein, Skifahren und Tierliebe ist Österreich wirklich spitze. Und damit kann man die Menschen anlocken. Also wir schreiben ein Tierbuch und locken die Leute zur Physik und das ist dann eigentlich unsere Agenda. Die haben alle Lebensvorgänge eingestellt, aber jetzt kommt's. Wenn man es dann mit Wasser begießt, das haben sie dort gemacht, das muss befeuchtet, plumps, erwacht es wieder zum Leben. Nö, Wahnsinn. Plumps oder braucht es schon? Nein, es braucht ein paar Stunden. Aber der Kosmologe sagt plumps und meint eigentlich 3 Jahrhunderte. Nein, nach ein paar Stunden ist es wieder das alte Bärtechen. 120 Jahre scheintot oder tot ohne Leben und dann erwacht es wieder zum Leben. Was Tiere alles können, die nützen wirklich die Gesetze, die es im Universum gibt, aus, um die tollsten Dinge zu vollbringen. Also wie zum Beispiel eben Bärtierchen. Das kann den extremsten Umweltbedingungen widerstehen, weil es eben der Evolution eben gelernt hat, wie man das macht. Und das ist eben das Tolle auch, dass man da an den Tieren Physik studieren kann, was mich fasziniert. Man kann ja immer ausrechnen, als Theoretiker, ist das möglich? Wie weit kann man da gehen? Und was macht das Tier, damit es diese physikalischen Gesetze möglichst gut ausnützt? Wäre Physik im Unterricht so wie hier auf der Bühne des Rabenhofes, würden sich wohl weniger Schüler vor diesem Fach fürchten. Dabei, meint Werner Gruber, ist das ja alles gar nicht so schwer. Ich glaube, dass die Physik gar nicht einmal so kompliziert ist. Man muss sie nur einmal in Ruhe damit auseinandersetzen. Und was wir dringend brauchen, ist guten Physikunterricht. Ganz ehrlich, wir haben 4 Wechselwirkungen im Universum, eine Handvoll Teilchen. Das ist überschaubar. Also da kann man sich schon damit beschäftigen. Und die Dinge, die heute im Unterricht gelehrt werden, das ist Physik von vor 200 Jahren. Und die wirklich coolen Sachen werden gar nicht einmal erzählt und erklärt. Und damit braucht man sich nicht wundern, dass Leute sagen, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Wir leben aber in einer hochtechnologisierten Welt. Handy, jedes Auto benötigt heute Physik. Und da sollte man sich schon ein bisschen auskennen, vor allem wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Ich sage jetzt einmal Fukushima, Klimawandel und so weiter. Da sollte Fachkompetenz da sein und nicht einfach nur Meinungen. Dass man überhaupt ein Gedächtnis hat, bevor man es verlieren kann im Alter, das liegt ja daran, dass ganz bestimmte Dinge im Gehirn passieren. Und das hat man tatsächlich herausgefunden, indem man Schnecken gestreichelt hat. Ja. Danke, Herr Gruber. Klare Frage, klare Antwort. Und wie? Das Streicheln. Da nimmt man einen Pinsel in die Hand. Mhm. Nimmt die richtige Schnecke und streichelt sie an der richtigen Stelle. Und die richtige Schnecke wäre in dem Fall was? Das kommt darauf an, was man Kuster hat. Die Science Busters betreiben eine fröhliche Wissenschaft. Exakt ist sie dennoch. Esoterische oder religiöse Spekulationen sind streng verboten.
Theologie ist keine Wissenschaft. Es ist ja so, natürlich kann man das als Wissenschaft betrachten, wie auch Literatur, aber man muss immer berücksichtigen, das ist nur in den Köpfen der Menschen. Der Mensch kann sich die fantastischsten Dinge ausdenken, ein Zebra mit 17 Beinen und Flügeln, aber in der Realität gibt es das nicht. Herr Buntigam, für mich als Experimentalphysiker gilt der Grundsatz, jedes Mal kochen ein Experiment, jedes Mal essen eine Messung. Ja, und jedes Mal Klo gehen ist wahrscheinlich publizieren. Bitte, der Begriff Paper muss auch woher. Aufgrund der Messungen des Experiments, und diese Messungen, die werden vielleicht nur noch viel genauer, aber eine Messung hat ewigen Bestand, das ist Wahrheit. Und genau diese Experimente, die haben dazu geführt, seitdem wir das in den letzten 300, 400 Jahren gemacht haben, dass die Naturwissenschaft wirklich was weitergebracht hat, während andere Wissenschaften nichts weitergebracht haben und insbesondere die Theologie zwar Meinungen hat, aber sie durch ein Experiment nicht überprüfbar ist. Also wenn man stirbt, vielleicht, aber bis dorthin haben wir kein Experiment und damit auch keine sinnvolle Wissenschaft in dem Sinn. Oh, speedy Gonzales, why do you leave me all alone? Yeah! Das ist das Buch Gedankenlesen durch Schneckenstreicheln, erschienen bei Hansa, und es ist auch als Hörbuch herausgekommen, gelesen von Harry Rowoldt.